Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir machen heute ein richtig ein cooles Bau-Battle. Wir werden nämlich eine Noob- und einen Bro-Kürbis bauen. Das wird so cool. Du kannst sehr doch gerne auf den Knopf drücken Bro und ich bin sehr doch gespannt. Und es wird der Noob-Kürbis. Oh. Das bedeutet, ich baue den Bro-Kürbis. Okay, ja, mal gucken. Sehr nice. Mein Kürbis wird dann wahrscheinlich eher nicht so nice. Ich bin sehr gespannt, Katja. Okay, du bist hier auf deiner Seite, ich bin hier auf meiner Seite. Und ich habe auch schon eine relativ gute Idee, wie ich hier meinen Bro-Kürbis bauen werde. Okay, als allererstes werde ich hier erstmal den Boden ändern. Ich werde hier einiges mit Potzeug bauen. Ich werde auch ein paar alte und gruselige Bäume hinbauen mit Spinnweben. Das wird super doll cool aussehen. Genau so wie der Fußboden aussehen. Bisschen abgewechselt mit den Blöcken. Ja, ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Dann werde ich hier auf jeden Fall aus Spruce Wood solche etwas gruseligeren Bäume bauen. Vielleicht so insgesamt. Ja, ja, das wird sehr cool aussehen. Und natürlich kommt hier dann mittig mein Bro-Kürbis hin. Ich will alles insgesamt, Katja, relativ gruselig bauen. Okay, ich weiß noch gar nicht, wie ich meinen bauen soll. Ich habe eine Idee. Vielleicht werde ich zusätzlich noch ein paar Geister hier hinbauen. Ah, das ist süß. Ja, mach das. Das ist cool. Okay, hier kommt noch ein Baum hin. Vielleicht werde ich noch ein paar verwelkte Blätter hier drauf bauen. Dann würde ich vielleicht hier noch einen Baum platzieren. So und so. Ja, das sieht ganz gut aus. Vielleicht nicht ganz in einer Reihe. Vielleicht hier nochmal einer. So, ja, das ist sehr cool. Und dann werde ich hier in der Mitte meinen Kürbis bauen. Ich werde den vielleicht 8x8 bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vielleicht so. Oder vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, ich mache nochmal 2 oder 3 in die Richtung und nochmal 3 in die Richtung. Ja, so sieht das auf jeden Fall sehr gut aus. Das wird auf jeden Fall der Grundriss von meinem Kürbis hier relativ in der Mitte. Ja, ja, ja. Und außenrum soll alles sehr doll schön gruselig sein. Meiner wird klein, glaube ich. Oh, ich bin gespannt. Wirst du ihn sehr klein bauen? Weiß ich noch nicht. Man hat hier halt so eine riesen Fläche, deswegen weiß ich nicht, wie klein ich das machen kann. Ja, das stimmt. Okay, ich bin sehr gespannt. Mein Kürbis wird auf jeden Fall auch ein relativ gruseliges Gesicht bekommen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall auch wieder 11 nach oben bauen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sieht das gut aus? Ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Yeah, das wird sehr cool. Okay, so sehen auf jeden Fall meine Bäume jetzt auf jeden Fall aus. Werde hier noch ein paar welke Blätter ein bisschen so drüber rumbauen. Ah, das sieht auf jeden Fall schon sehr doll cool aus. So insgesamt, hier kommen noch ein paar Blätter hin. Einmal hier vielleicht auf die Seite. Hier oben nochmal drauf. Und was machst du gerade, Katja? Ich mache gerade den Mund. Aber ich versuche den, ja, lustig irgendwie zu machen oder süß. Aber irgendwie bekomme ich das nicht so gut hin. Ich bin sehr gespannt. Okay, wirst du auf jeden Fall auch ein paar Bäume drumherum platzieren? Ja, bestimmt. Okay, und wirst du deinen Kürbis auch von innen einrichten? Nee. Ich werde auf jeden Fall alles in der Innentritt ein bisschen orange bauen. Das wird sehr doll cool aussehen. Okay, da habe ich hier auf jeden Fall jetzt an fast allen Bäumen schon Blätter dran. Hier kommen noch ein paar Blätter hin und hier auch noch. Und Spinnnetze kommen hier natürlich auch überall dran. Ganz genau so. Ein paar überall drauf. Ja, das sieht schon mal sehr doll cool aus. Und dann werde ich jetzt als nächstes den Boden auch abändern. Und dann werde ich die Augen bzw. den Mund von außen auf meinen Kürbis bauen. Das wird auch sehr doll cool aussehen. Wie groß ist der jetzt bei dir? Der ist ungefähr 11 Blöcke auf 11 Blöcke. Okay. Dann werde ich hier erstmal die Augen bauen. Vielleicht ein Auge so und das zweite Auge so. Die müssen auch nicht symmetrisch sein. Vielleicht so insgesamt. Ich werde es, glaube ich, so bauen. Ja, ja, das sieht auf jeden Fall sehr doll cool aus. Wir hätten hier die zwei verschiedenen Augen und dann würde hier unten auf jeden Fall der Mund hinkommen. Ich habe leider echt nicht so viel Platz hier insgesamt. So vielleicht. Das hier wäre der Mund. Den baue ich natürlich noch ein bisschen größer. Vielleicht so insgesamt. Zack, zack und zack. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die sind auch nicht allzu gruselig aus. Vielleicht werde ich die Augen noch ein bisschen höher setzen und dann den Mund hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen größer bauen. Mein ganzer Kürbis sieht halt einfach ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie dein Kürbis aussehen wird. Ich werde oben auf jeden Fall die Ecken noch ein bisschen abrunden. Ich glaube, so sieht das ganz cool aus. Ja, ja. Okay, die Augen sind auf jeden Fall etwas weiter oben. Ich werde hier, glaube ich, noch rote Pupillen reinbauen. Vielleicht so. Oh, wie sieht das denn hier aus? Okay, ja, das sieht schon ein bisschen gruselig aus insgesamt. Und dann kommt hier auf jeden Fall jetzt der Mund hin. Dafür müsste ich hier hoffentlich genug Platz haben. So, das wäre jetzt genau so der Mund. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie ich das hier cool bauen soll. So. Hier wird es nach unten gehen. Hier wieder nach oben. Ganz genau so vielleicht. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Die Augen mache ich vielleicht mal so. Ja, ich kann es auf jeden Fall auch symmetrisch bauen. Also ich kann dir sagen, Katja, dass mein Kürbis
relativ eckig ist. Okay, so sieht mein Kürbis jetzt auf jeden Fall aus. Der gefällt mir schon relativ gut. Hier oben habe ich auf jeden Fall noch den Strunk gebaut. Und hier haben wir den Eingang. Hier wollte ich noch so eine kleine Tür hinbauen. Ja, das sieht nicht allzu gut aus, muss ich sagen. Oh nein. Wie weit bist du denn gerade mit deinem Noob-Kürbis, Katja? Also es wird. Also ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt hier echt nicht viel habe, brauche ich echt lange. Also ich kann dir sagen, Katja, dass ich von außen mit meinem Kürbis schon mal fertig bin. Da würde ich jetzt, glaube ich, auf jeden Fall den Fußboden hier noch ändern, dass alles ein bisschen danach aussieht. Vielleicht kann ich noch ein paar Dead Bushes hier drauf platzieren. Und dann werde ich auf jeden Fall hier meinen Bro-Kürbis von innen einrichten. Ah, vielleicht muss ich meinen dann ja auch einrichten, wenn du das machst, ne? Ja. Oh, Mann. Okay, so sieht mein Bro-Kürbis jetzt auf jeden Fall aus. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe hier überall ganz viele kleine Schwinnen. Oh, was denn da los? Dann ist hier auf jeden Fall der Eingang. Hier habe ich noch ganz kleine süße Kürbisse als Deko platziert. Und hier innen drin werde ich auf jeden Fall ein bisschen mein Bro-Kürbis einrichten. Ich muss sagen, Katja, ich werde auch nur eine Etage hier haben. Es ist eine relativ große ich Etage. Auch. Da kommt hier der Nachttisch noch nebenan. Der Wecker kommt hier oben drauf. Da habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Küche. So viel Platz habe ich hier auch nicht bei mir im Bro-Kürbis. Das würde hier hinkommen. Da habe ich noch die Hängeschränke. Die würde ich mal auf diese Etage bauen. Ganz genau so. Ja, das ist sehr cool. Die Küche wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen erweitert. So. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine Lampe. Die würde hier hinkommen. Ja, das ist sehr schön. Da werde ich noch einen Kühlschrank hier hin platzieren und noch einen Esstisch in die Mitte. Den Esstisch würde ich hier so hin platzieren. Ja, dann kommen hier die Stühle dran. Teller habe ich auch. Die werden hier oben drauf platziert. Ganz genau so. Kleiner Feuermelder kommt hier oben hin. Dann haben wir noch einen Kühlschrank. Den würde ich mal hier so hin platzieren. Ja, das ist sehr gut. Dann haben wir noch einen Ofen. Der kommt hier hin. Dann haben wir noch einen kleinen Mixer. Den würde ich hier drauf platzieren. Und einen Mülleimer, der hier hinkommt. Dann kommt hier noch ein orangener Teppich hin. Haben wir hier noch Platz für einen Teppich? Na, hier haben wir leider keinen Platz mehr. Nein, nein, nein. Okay. Damit ist hier auf jeden Fall mein Bro-Kürbis von innen tipptopp doll fertig. Und von außen tatsächlich auch. Ich werde hier, glaube ich, noch ein paar Dead Bushes platzieren. So vielleicht. Hier auch noch ein paar. Und vielleicht noch ein bisschen verwelktes Laub. Vielleicht so insgesamt hin. Hier auf die Seite auch noch ein bisschen. So. Ja, so gefällt mir das auf jeden Fall tipptopp doll gut. Und Katja, ich bin tatsächlich fertig. Sehr gut. Ich bin auch fertig. Oh. Und? Du kannst sehr doch gerne rüberkommen insgesamt. Nein, jetzt sehe ich ja direkt das Bessere theoretisch. Ja, eventuell, wer und weiß. Stopp insgesamt. Und du darfst dich umdrehen, Katja. Und? Das sieht voll nice aus. Dankeschön. Okay, das sieht auch ein bisschen aus wie ein Smiley. Ja, das ist ja auf jeden Fall mein Kürbisgesicht. Schau mal, hier läuft es rot runter insgesamt. Oh, das sieht cool aus. Oh, das sieht... warum sieht das so nice aus? Dankeschön. Hier haben wir ein paar Spinnen oben drauf. Wow. Spinnen leben auch. Guck mal, hier sind kleine Zylinder sogar oben auf dem Kürbis. Ja. Auch mit kleinen Spinnen. Und hier, Katja, haben wir eine kaputte Holztür. Und hier geht's rein in mein Kürbis. Und schau mal, kleines Schlafzimmer haben wir hier. Dann haben wir hier einen kleinen Tisch insgesamt, eine kleine Küche. Alles orange. Das sieht so cool aus. Hey, aber dein, oh Mann, deine Umgebung allein sieht ja viel besser aus als meine. Dankeschön. Meine sieht einfach so richtig clean aus. Deine sieht einfach viel gruseliger aus. Ich bin jetzt super, super, super doll gespannt, wie dein Noob-Kürbis aussehen wird. Okay, ich komme rüber insgesamt. Ja. Und kann ich mich umdrehen? Ja, kannst du. Und, oh, wie sieht das denn hier aus? Das ist dein Kürbisgesicht. Das sieht aus wie ein Creeper-Gesicht. Stimmt, ein bisschen. Wie cool. Der Kürbis sieht aber richtig doll cool aus. Der ist relativ rund hier insgesamt. Hier oben gefällt mir auch sehr gut. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Cursed Dirt drumherum. Bäume haben wir auch. Und hinten ist der Eingang. Ja, hier ist der Eingang. Und hier geht's rein in dein Kürbis. Wir haben einen Kleiderschrank. Sogar hier einen kleinen Basketball. Dann haben wir hier noch ein Bett. Ein paar Süßigkeiten haben wir hier. Das ist sehr klein. Und eine kleine Spinne hier. Was ist denn da los? Aber ich muss sagen, dein Noob-Kürbis sieht auch richtig doll süß aus mit dem kleinen Gesicht hier. Schau mal. Und Leute, ihr könnt richtig, richtig doll gerne in die Kommentare schreiben, welcher Kürbis euch am aller doll besten gefällt. Hier mein Bro-Kürbis und hier Katas Noob-Kürbis, der aber wirklich super, super, super doll süß aussieht. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.